Hi, ich bin's Fabian. Ja, das habt ihr zuerst gehört im November 2015. Jetzt ist Mai 2016. Und wenn ich so auf dieses halbe Jahr zurückblicke, muss ich sagen, waren es doch relativ eine schöne Zeit. Aber auch eine für mich relativ anspruchsvolle Zeit. Und ihr fragt euch jetzt, was hat es mit dem heutigen Video zu tun? Wobei ihr habt es wahrscheinlich schon gelesen. Ja, steht hier unten. Ich höre auf mit YouTube. Genau, ihr habt es richtig gesehen. Ich höre auf mit diesem Kanal Fabi Fabric, wie ihr wisst oder noch nicht wusstet. Ich habe einen Hauptkanal namens The DIY Maker, da könnt ihr mal gerne vorbeischauen, bei dem ich vor mehr als einem Jahr angefangen habe, Videos zu drehen. Und ja, dann im November vom letzten Jahr kamen dann Frida LP und Konix Kev zu mir und kamen eben mit der Idee, Let's Plays zu machen. Ich war irgendwie voll geflasht. Ich habe gedacht, ja, das kann ich ja auch machen, wenn die es können. Nur hatten die das viel bessere Equip dazu, denn sie haben einen guten PC und ich habe nur so einen kleinen, mickrigen Laptop. Und ja, mit diesem Laptop habe ich halt meine Videos aufgenommen, geschnitten, gerendert und hochgeladen. Und sagen wir mal, es ist nicht das Beste, um Let's Plays zu machen. Denn man hätte meine Videos gerade so gut mit einem Video vergleichen können, wo man mit einer Kamera den Fernsehbildschirm aufnimmt. Es gibt solche Leute tatsächlich. Und ja, eben mit meinem Computer, ich hatte, wenn ich aufnahm, irgendwie 30 FPS, das nix. Mit einem Texture Pack konnte man meine Videos nicht anschauen. Eins dazu verlinke ich euch mal hier, wo ich das herausgefunden habe, dass man mit Texture Packs einfach nicht spielen kann. Seit da habe ich das No Lag Texture Pack verwendet bei Randomcraft. Verlinke ich euch auch hier. Und ja, jetzt ist es irgendwie einfach an der Zeit, wo ich finde, es bringt nichts, Videos zu machen mit so einer schlechter Qualität. Meine Videos haben ungefähr, muss meine Videos, also ich wollte meine Videos immer zweimal rendern. Einmal mit der Facecam und dann kam noch der Zuschnitt. Für jedes Mal hatte mein Laptop, also für den Grob-Zuschnitt, welcher ungefähr 20 Minuten war, hatte er 3 Stunden, um zu rendern. Und dann für das Endprodukt hatte er ungefähr eine halbe Stunde, was dann ungefähr 3 bis 5 Minuten lang war. Und dann eben konnte ich fast nichts mehr am Computer machen, da er einfach wirklich überfordert war. Ich konnte fast nicht mehr gamen drauf, ich konnte keine Dokumente mehr schreiben, da sonst immer meine Programme abstürzten. Und mir fehlt einfach das nötige Equip dazu und das Geld, um dieses Equip zu kaufen. Aber das wird sich ändern und deshalb werde ich wahrscheinlich im Oktober weitermachen auf diesem Kanal mit Let's Plays. Das steht aber auch noch nicht zu 100% fest, denn ich werde ja arbeiten gehen. Ich weiß nicht, ob ich das dann hinkriege, in der Woche 3 Videos zu machen. Zwei hier und eines auf der DIY-Maker. Ja, so stellt man sich halt schon auch die Frage, ist das machbar? Aber das werdet ihr dann im Oktober sehen. Ich werde da auf jeden Fall nochmal ein Video machen, wo ich euch sage, geht es jetzt weiter, geht es nicht weiter mit diesem Kanal. Aber auf jeden Fall möchte ich euch allen Danke sagen, auch voran Frida LP, ConixKev und Men's Beauty, welche mich immer bei meinen Videos unterstützt haben, mitgeholfen haben und ja, ich möchte jetzt nicht zu sentimental werden und Sammy Slimanis Videos ähneln, sondern einfach mal Danke sagen. Und ja, eventuell, nee, wir sehen uns definitiv wieder im Oktober. Eventuell geht es dann wieder weiter mit Let's Plays. Ja, das war's jetzt auf jeden Fall mit diesem Video. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann spätestens im Oktober wieder. Tschüss.